Sehr ausgeprägt aktuell sind Angriffe mit sogenannter Ransomware. Das heißt, da geht es darum, dass Angreifer auf Systeme kommen, Daten verschlüsseln und das dann nutzen, um eben Firmen oder Einrichtungen zu erpressen. Das passiert auch im Bereich der Universitäten und Hochschulen. Wir hatten jetzt innerhalb der letzten 5 Jahre knapp 30 Fälle im deutschsprachigen Raum, wo genau das eben aufgetreten ist. Auch hier in Baden-Württemberg, gerade sehr prominent in den letzten Wochen ein paar Beispiele mit DHBW Villingen-Schwenningen, Hochschule Furtwangen und Hochschule Karlsruhe. Der erste Zugang passiert oft durch Zugangsdaten, die über Phishing-Mails bekannt gegeben wurden. Phishing ist eine Kombination, ein Wortspiel aus Passwort und Phishing. Also es geht darum, dass Betrüger oder Angreifer quasi an Zugangsdaten kommen wollen. Und mit diesen Zugangsdaten kann man je nachdem sehr viel anrichten. Man nennt es die Ermöglichung des Initial Access, also wie Angreifer überhaupt in Systeme eindringen können. Dazu brauchen sie Zugangsdaten und wenn die eben über Phishing bekannt gemacht werden, dann haben die Angreifer die Möglichkeit, sich auf einem System einzuloggen. Dann finden sie zum Beispiel ein System vor, wo dann weitere Dinge sichtbar sind, wo vielleicht eine Schwachstelle vorliegt und so quasi nach und nach auch in größerem Ausmaß eine Kompromittierung stattfinden kann. Bei Phishing-Mails, betrügerischen Mails hat man typischerweise die Situation, dass man eben unter gewissen Zeitdruck gestellt wird. Das heißt, man soll relativ schnell was tun. Eben, man soll eine Paketannahme bestätigen von DPD oder man soll bei der Bank Zugangsdaten ändern. Und typischerweise versteckt sich in der E-Mail auch ein Link, auf den man dann klicken muss und irgendwas eingeben muss. Und den Link sollte man gut prüfen. Ja, das kann man, wenn man mit der Maus quasi über den Link geht, sieht man typischerweise im E-Mail-Programm dann auch den echten Link, wo es eigentlich hingeht, angezeigt. Und dort muss man gucken, schauen, ist das eigentlich jetzt eine sinnhafte Webadresse oder versteckt sich da etwas ganz Seltsames dahinter. Und dann zur Not lieber mal noch jemanden fragen, einen Kollegen, was denkst du, sieht es gut aus, ist es ernst zu nehmen oder scheint es eben Spam oder Phishing zu sein? Stellenanzeigen sind heutzutage kein Problem mehr. Mit Tools wie ChatGPT können Sie relativ einfach sehr gut gemachte E-Mails formulieren und Stellenausschreibungen, sodass es wirklich schwer ist, die als gefälschte E-Mails zu erkennen. Die Betrüger versuchen dann oftmals, das Opfer zum Beispiel erstmal in andere Kommunikationsmedien zu zwängen. Das heißt, es beginnt ein Kontakt per WhatsApp. Da hat man dann auf einmal schon auch die Telefonnummer zum Beispiel. Und dann gibt es oft so eine Masche, wo es darum geht, dass Druck aufgebaut wird nach dem Motto, wenn du dich bewerben willst, dann musst du aber irgendein Produkt vorher kaufen. Ja? Das hört sich jetzt erstmal so banal an, aber die Betrüger formulieren das wirklich manchmal sehr glaubhaft und eben drängen dann die Opfer dazu, Geld auszugeben, das dann eben dann beim Betrüger landet. Stellenausschreibungen der Universität laufen über ein zentrales Portal auf unifreiburg.de. Dort stehen dann auch die Stellenbeschreibungen, die offiziell von der Uni Freiburg bekannt gemacht werden. Und dort stehen dann auch die Ansprechpartner drin und so weiter. Sodass eigentlich man erstmal prüfen sollte, gibt es denn diese Stellenausschreibung? Ja, das kann man dann eben prüfen, ist die wirklich verfügbar auf der Webseite der Uni? Und wenn man dann wirklich Interesse hat, dann sollte man eben dort die entsprechenden Ansprechpartner anschreiben und nicht auf die Ansprechpartner in der E-Mail reagieren.